Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Heute mal mit etwas Neuem, einem neuen Format. Ich denke, ich nenne es Movie Talk oder Trailer Talk. Mal sehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das hier weitermachen werde. Aber über eine Sache müssen wir mal einfach reden. Und das ist dieser neue Trailer zu Drei Engel für Charlie 2019. Also dem da. Ja, die drei Mädels sollen die drei neuen Engel sein. Ich habe den Trailer gesehen, Leute, und also ich weiß ja nicht, ob es das Ziel einer Emanzipation der Frauen ist, diese, wenn man sie toll und stark und super darstellen möchte, damit Frauen mehr Aufmerksamkeit und Gleichberechtigung bekommen. Ob es dann der Sinn der Sache ist, sie ja zurück in die 90er zu werfen und die Männer, also John Rambo und Co., einfach durch Frauen zu ersetzen und dann noch auch das Ganze so wirken zu lassen, als wenn eine Frau, ja, manchmal ist sie was schusselig und manchmal, oh, wie kommt das denn? Nur damit es glaubwürdiger auf die Frau angepasst sein soll, was ich nicht glauben kann, was ich nicht glauben will. Also in einem Moment gehen die noch hin und sind super krass und hier, die kann dies und jenes und im nächsten Moment, oh, das hier sieht noch ein Kuli aus. Fasst das bloß nicht an, das könnte explodieren und noch vieles weiter hier in diesem Raum. Die eine ist sogar beim MI6 gewesen und die nächste darf da nichts anfassen, weil es könnte explodieren. Haben die sich Gedanken darüber gemacht, wen sie da auswählen, um sie als Superagentin irgendwie einzusetzen? Und selbst wenn das eine Zivilistin sein sollte, die da in diesem Trailer, weil irgendwie sahen zwei, drei Figuren für mich vollkommen gleich aus, könnten Geschwister gewesen sein, keine Ahnung. Ich wusste manchmal nicht, wem gucke ich gerade zu und warum gucke ich hinzu. Dieser Trailer regt mich in allen Punkten nur auf, weil es einfach nicht, also da gucke ich mir lieber nochmal die alten Filme an. Die waren auch nicht sonderlich gut, aber sie waren noch immer besser in dem, was sie da versucht haben zu verkaufen. Und zwar einem guten Actionfilm mit viel Explosion und sexy Frauen. Das, was wir da, also hier sehen, nein, das hat nichts mit starken Frauen oder glaubwürdigen Frauen zu tun, die irgendwie Superagentinnen sind. Es ist dummes, dummes, sehr dummes Kino. Ich will nichts davon. Ich werde mir diesen Film nicht im Kino angucken, denn er ist es einfach nicht wert. Nach dem, was mir gezeigt worden ist. Ich hoffe, der Film macht es besser, aber ich werde es einfach nicht im Kino gucken. Solche Trailer und die wahrscheinlich dazugehörigen schlechten Filme, beziehungsweise es gab ja schlechte Filme, die mich dazu geführt haben, dass ich gewisse Filme mir nicht im Kino angucke und auch Verfechter dieser Filme als Raubkopie bin, denn ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, was ich da gesehen habe in diesem Trailer, das dann noch im Kino sehen zu müssen, wofür ich wahrscheinlich zwischen, ich sag mal, 12, Quatsch, andersrum, 9 bis 12 Euro auszulegen, da wird mir schlecht bei, Leute. Also nehmen wir mal alleine Blondie in der Mitte. Ich habe keine Ahnung, wen von denen die jetzt spielen soll, weil mich alles an den Szenen angekotzt hat. Ich, da saß, nein, 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 nein. Ich so geschockt war, dass ich nichts mitgekriegt habe, wer ist und warum er da ist. Ich hätte es mir wahrscheinlich noch 10-mal angucken können. Ich hätte es nicht verstanden.
Ja? Aber Blondie in der Mitte klatscht sich einfach während einer Mission mit einer Pferdepeitsche auf den Arsch und denkt sich wahrscheinlich dabei: Oh Mann, bin ich geil. Warum? Kann mir das einer bitte mal erklären? Ich verstehe dieses ganze Ding nicht. Wer war für diese Marketingabteilung zuständig? Ich hätte die, die es gemacht haben, die den Trailer produziert haben, wenn ich den kompletten Film bis dahin schon gesehen hätte, auch noch den kompletten Film, die Macher des kompletten Films, inklusive dessen, die das abgesegnet haben, die hätten von mir eine Foltereinlage bekommen. Die hätte ich tot geprügelt und gesagt: Nein, 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 nein. Wer zum Fick denkt sich so was aus? Ich verstehe es nicht. Meine Güte. Sorry, aber das musste jetzt mal raus. Ich hoffe, wir machen sowas nie wieder. Ich muss nie wieder über einen Film beziehungsweise über einen Trailer im Voraus eines Films so reden. Ich denke aber, im Film beziehungsweise über dem Film wird es dann so weitergehen, wenn meine Kritik raus ist. Ich bin gefrustet, Leute. Ich hoffe, ihr merkt das. Damit bin ich raus. Gebt mir eure Meinung gern mal in den Comments wieder. Bleibt gerne dabei sachlich. Ansonsten liken, teilen und vielleicht einiges anderes, was wir interaktiv noch da machen können. Über Twitter, Instagram oder Co. Wir werden sehen. Und damit bin ich raus. Euer Open Beta. Ciao.